Haben wir denn an Pflanzenfressern alles gemacht, was wir haben? Ja, bis auf den Dracorex. Dann machen wir den auch noch. Nee, oder? Der bricht immer aus. Der mag nicht so viel gern so viel Wald haben, mag nicht so gern unter anderen sein, dann Stift geht der mal stiften. Mach ihn doch zu den Fleischfressern, dann hat der Spaß. Ja, nee, dann überlebt aber nicht lange. Und dafür kostet der, oh gut, der kostet nicht viel. Eigentlich hat man den ja für die Fleischfresser mal zum Kämpfen, aber ist egal. Das wäre ein günstiger Saurier als Kampfpartner gewesen für die. Ja, das stimmt. Ne? Wenn der gekämpft hätte und nicht nur weggelaufen wäre. Ja. So, soll man direkt noch einen für die Sicherheit abschließen? Sollen wir gucken, was sie uns anbieten? Als Aufträge? Wir machen doch gerade für die Sicherheit auch das mit den Sternbewertungen. Ach ja, stimmt. Genau hier das, ne? Nein. Warte mal. Das hier ist Sicherheit. Ja. Das ist Unterhaltung, das ist Wissenschaft. Erhöhen Sie, ja, genau, 1,5, alles klar. Wir haben Fossilien. Sehr gut. Ankylosaurus. Raus damit. Und nochmal Platin. Verkaufen wir direkt. Jetzt haben wir 2 Mille. Das heißt, wir kommen in den Genuss und können uns entweder eine Einschienenbahn oder so eine Beobachtungsplattform kaufen. Also erforschen lassen erstmal. Ich glaube, ich möchte lieber die Beobachtungsplattform. Echt jetzt? Ja, wir haben hier noch nicht so viel, wo die Schienenbahn drüber fahren kann, dachte ich jetzt. Was willst du denn machen? Beobachtungsplattform ermöglichen es den Gästen, die Dinosaurier aus größerer Entfernung zu beobachten. Ich weiß es nicht. Ich hätte es eher die Bahn gesagt. Aber ja, dann mach die Bahn. Ich weiß nicht, was die Bahn kostet, wenn du die bauen willst, ne? Ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet. Ich denke mal, es wird billiger sein. Keine Ahnung. Komm, du hast gesagt, Beobachtungsplattform, machen wir. Ciao. Entschuldigung, ich bin schuld. Ach Quatsch. Alles gut. Und die kommt in das Dreieck. Ja, genau das habe ich auch vor. Ich werde die hier reinsetzen. Oder meinst du da? Da. Ja, aber meinst du, die kommt von da bis hier? Ich hätte jetzt hier so. Ja, also gucken wir mal. Ja, wir gucken. 0, 0, 1. Also der Zaun braucht genau einen Strom. Eine Einheit. So. Hier hat man nichts. Hier hat man auch nichts, ne? Wir warten auf die Forschung. Oh, Geld kommt doch schnell rein. 156.000 die Minute. Aber ich würde ja gerne endlich mal... Wie sieht's hier aus? Neuen Dino haben wir nicht dazu bekommen. Neue Grabungsstätten auch nicht, ne? Warte mal. Ich habe die eben, glaube ich, nicht alle weggeklickt. Ach, deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Wir können aber einfach mal gucken. Nee, das sieht alles schon besucht aus. Ja, gelb wäre neu. Aber die sind ja auch nicht... Oh, die sind schon wieder zurück? Das hast du gerade eben gemacht. Ach so, okay. Wir brauchen doch von dem einen Dinosaurier. Ach, den es da rechts nur gibt. Ankylosaurus. Welchen meinst du? Den Jünger. Den wir verkaufen, den wir auf 60% haben sollen. Ja, das ist hier irgendwo gewesen, glaube ich. Da. Ja. In China. Schade, dass wir nicht so viele Ausgrabungsstätten haben. Aber wir können mal ganz kurz schauen. Wie sieht das denn aus? Gebäude-Upgrades. Expedition ist alles dicht. Können wir gar nichts machen. Okay. Naja, also hier möchte ich jetzt nichts machen. Nee, das sehe ich auch noch nicht. DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in einer aufgewerteten Hammond-Entwicklungslaboren. In aufgewerteten. Um 10%. Nee. Also dafür dann, oder? 100.000. Ja, 100.000 ist jetzt nicht so viel. Ich hab jetzt gerade schon gedacht, hm? Ich meine Lebensfähigkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinosaurier... Okay, komm. Haben wir schon. Nee, aber nicht. Sie haben nicht... Ach, weil wir forschen, können wir das nicht nochmal machen. Der ist noch am Forschen, genau. Das dauert etwas länger. Ah, Mann, ich möchte gerne einen neuen Dino bauen. Also, brüten. Den können wir dann gleich machen, wenn wir Glück haben. Und den, und das wäre der Chungkingosaurus. Wer kam eigentlich auf diesen Namen? Hier ist der Huayangosaurus.
Ja, dann müssen wir 60% vom Genom kriegen. Ja, ich weiß. Das, der ist aber mit am schwersten, weil wir nur eine Ausgrabungsstätte haben. Ja, bis jetzt. Die zwei, also bei dem haben wir relativ hohe so Erfolgschancen. Bei dem hier auch noch. Ja, und auch Pflanzenfresser, die können wir alle nur ins selbe Gehege kloppen. Ja, aber jetzt gerade, wo wir davon reden, wo wir jetzt eh warten müssen, wir können ja mal das nächste Gehege in Angriff nehmen. Wir könnten das auch hier hinbauen. Da fände ich auch gut. Ist halt nicht so viel Platz, aber wenn wir nur Raptoren reinsetzen, die brauchen ja keinen Platz. Pass auf. Machen wir. Wir machen, Raptoren brauchen... Ach komm, wir nehmen schon die teuren, oder? Ich glaube zwar nicht, dass wir die... Habe ich die noch nicht erforscht? Nee, habe ich nicht erforscht, ne? Die Stahl... Die schweren Stahlzäune? Ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Sagt niemals nie, aber gut. War das? Wie kein Strom. Achso, der Zaun, ja, alles gut. Ich dachte gerade schon wieder. So groß? Ja, ein bisschen Auslauf brauchen die Tierchen auch. Ich muss auch noch Wasser da reinkriegen, du Jack. Wieso kann ich jetzt eigentlich nicht... Ich würde ja gerne einen Kreis bauen, aber irgendwie lässt du das nicht zu. Da musstest du doch irgendwas aufmachen. Ja, Leertaste, aber... Achso, geht nicht. Ja, macht das irgendwie. Doch, warte mal, jetzt? Ah, jetzt. Entweder habe ich dich richtig gedrückt gehabt oder... Er mochte mich nicht. Ja, das sieht nicht aus. So. Und dann machen wir... Warum hat es denn keinen Strom? Steht doch ja. Direkt neben dem Kraftwerk. Ja, aber kein Trafo. Wir brauchen hier noch ein Trafo. Den bauen wir... wo baue ich gleich? Hier bauen wir den hin, so. Das stört er nicht so. Zack. Jetzt hat das Teil auch Strom. So, wir machen Fleischfresser rein. Die sind gut je... Ne, warte, bevor wir das machen, wir gucken erstmal, wo wir unsere Aussichtsplattform überhaupt hinbekommen. Ja, ich habe so gut gebaut, wahrscheinlich nirgends. Doch, unten doch. Hier, da passt sie gut hin. Guck. Ja, das sieht sehr gut funktionierend aus. Hier. Aber da gucken die zum Hotel, oder? Ist doch wurscht. Nein. Nee, die gucken doch nicht zum Hotel. Das ist doch der Ausgang, oder nicht? Ist das der Ausgang? Ich weiß es nicht. Gucken die dann zum Hotel? Nee, ist der Weg. Alles gut. Alles gut. Jetzt kriege ich ja keinen Weg hin, ne? Tada! Doch, es geht. Es geht. Mann, Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Was haben wir denn getan? Ich habe keine Ahnung. Weil ich noch ein Gehege gebaut habe vielleicht? Hm. Ich weiß nicht. Jetzt, wie war das? Beim Raptor haben wir gar nicht geguckt, ob der viel Wald brauchte, ne? Der braucht auf jeden Fall Wasser. Ein bisschen Wasser muss sein. Hallo? Will er nicht? Ich kann hier kein Wasser? Was ist das denn jetzt? Was steht denn da? Terrainbeschränkung. Ach komm, ihr wollt mich doch veralbern jetzt hier, oder? Abflachen. Wow. Mehr geht nicht. Ja, dann müssen die mit der Pfütze mit dem Tümpel halt auskommen. Reicht. Oh, ist ja nur zum Trinken. Kann ich das nicht? Wenn ich das jetzt aber jetzt höher mache hier. Das bringt nichts, ne? Ich muss abflachen. Das ist total toll. Dieses Tool funktioniert hervorragend. Weil, wie man sehen kann, jetzt habe ich nicht nur abgeflacht, sondern es ist teilweise wieder angehoben. Das ist doch... Ja, das ist total. Ja, klappt wunderbar, ne? Ja, das wird wohl nicht reichen. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ne? Ich hatte eigentlich gedacht, dass das nicht so Probleme gibt.
Das habe ich nicht. Da geht das wieder weg. So, vielleicht jetzt. Ach komm, das ist so verarsche jetzt, oder? Jetzt kannst du das gar nicht mehr machen. Man sieht das doch gar nicht so gut. Das gibt keinen. Das gibt keinen. Ja, da müssen sie damit zufrieden sein. Vielleicht brauchen die auch nicht viel. Wenn die nur zum Trinken brauchen. Ja, aber dann, ja. Ja, dann machst du da unten nochmal was hin. Ja, guck mal hier. Guck mal, die haben so einen super Ausblick, sehe ich gerade. Weil ich gucke voll gegen die Wand. Gegen die Bäumchen. Sehr schön. Ja, pass auf. Machen wir anders. Machen wir so? Nee, so. Ach, da gehen die Bäume nicht weg. So. Dann bauen wir hier oben noch ein paar Bäumchen. Da setzen noch ein paar Bäumchen. Da freuen die sich. Guck mal, vielleicht kannst du da unten ja Wasser hin. Was hat der denn hier mit dem Zaun? Ich habe schon ein Stück zu viel gesetzt. Ich bin am überlegen, ob ich hier Wasser hin... Hier meine ich. Oder meinst du da auch? Nein, das wollte ich nicht. Aber wenn ich hier Wasser hinbekommen sollte... Ja, das sieht gut aus. Zumindest das Stück. Dann brauche ich einfach die Zaungröße. Das reicht für Schwiller ja auch gar kein Wasser. Lass den Zaun doch erstmal so stehen. Und guck mal, was sie möchten. Jetzt haben sie hier oben einen kleinen Tümpel und hier unten. Vielleicht reicht das ja, ja wirklich schon. So, eine Futterstelle brauchen wir auf jeden Fall noch. Also ja. Bäume sollten sie jetzt auf jeden Fall genug haben. Dann machen wir hier auf jeden Fall... jeden Fall Ziegen rein. Also schön wäre es zumindest. So. Und ein Tor wäre hervorragend. Weil irgendwie müssen unsere Ranger ja auch reinkommen. Na. Er hat ein Problem hier mit dem bergigen Gelände. Das mag er gar nicht. Zack, da passt's hin. So, Strom ist drauf. Schön. Kein Riesengelände, aber für ein paar Raptoren wird es wohl reichen. Ach, jetzt habe ich natürlich noch nicht dran gedacht. Ich muss auch noch das Entwicklungslabor da hinbekommen, ne? Das ist natürlich jetzt nicht gerade klein. Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Muss ich nicht... Gehege? Ich sag nicht, ich kann kein Entwicklungslabor mehr bauen. Sicherheitszentrum, Innovationswissenschaftszentrum, Forschung, Fossilien, Expedition, ACU, Ranger. Ach, hierbei ist das... Ich hab das nicht so ganz... Sorry, Leute. Ich hatte nicht so ganz im Blick, wo was hier eingesortiert ist. Ja, das passt natürlich jetzt hervorragend nicht mehr hierhin. War ja klar. Okay, das heißt, wir werden hier unten den Zaun noch etwas... Nee, passt nicht. Wir werden auf jeden Fall den Zaun hier unten noch etwas erweitern. Erweitern müssen. Weil sonst gibt... Nee, das gibt keinen. Sonst gibt das hier keinen. Dann tun wir das doch. Wir ignorieren von Fiene den Wunsch und machen einfach weiter. Ja, mach das einfach. Wie immer. Nein, das stimmt. Das machen wir dann anders hier. Bauen wir ein bisschen größer. Dann haben wir wenigstens hinterher hoffentlich keinen Stress. Na komm, das muss auf jeden Fall locker reichen. Ah, weil du diese Entwicklungsstation noch dran haben musst. Ja. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo der andere Zaun ist. Da. So. Jetzt haben sie auf jeden Fall mehr als genug Wasser hier. Ja.
und mehr ist genug Platz. Bäume, sie haben nicht so viel Grasland. Hoffentlich reicht denn das. Das werden wir gleich sehen, wenn wir sie freilassen. So, jetzt gehen wir wieder auf Gehege. Die sollte doch locker hier. Okay, warte mal. Wie geht denn das hier? Wieso passt denn das jetzt nicht wegen dem Gelände? Ah, das ist aber doof, ne? Also das ärgert mich jetzt ein bisschen gerade. Aber warte mal. Hier sind wir über den. Guck mal, wir kommen in die Levelgrenze da, siehst du das? Mm. Oh nee, du. Ja, die ist hier die Levelgrenze zu Ende. Ja, schön. Bau doch vielleicht erst das Ding. Das. Geht, Moment mal, geht das? Ich weiß nicht, ob das. Gucken wir mal, ob das überhaupt irgendwo geht. Ja, doch, das geht. Ja, wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Dann passt man doch den Zaun da dran an. Noch was größer, das Gehege. Die haben jetzt gleich das größte Gehege von allen. Wobei wir da eigentlich das kleinste bauen wollten. Aber hey, das sind uns die Raptoren auf jeden Fall wert. Ich muss kurz warten, ne? Ich hätte jetzt hier keinen Anpack. Irgendwo hier hin, theoretisch. Ja, warten wir einen Moment, bis es fertig ist, oder? Jo. Kurz umsetzen. Ach so. So. Jetzt ist es fertig. Ach, da müssen wir ran, okay. Ach, jetzt ist der Zaun natürlich wieder weg, war ja klar. Zack. Ah, geschafft. Hervorragend. Ja, so groß ist das Gehege auch nicht. Bitte, guck mal, so im Vergleich, ja, ist zu, im Vergleich zu, den. Zu den Dingern hier ist das riesig. Ja. Jetzt hat man genug Zeit, ein bisschen Geld noch anzusparen. Achso, ich muss einen Weg anbauen, den habe ich vergessen. Und das Ding hat jetzt natürlich keinen Strom, oder? Hat der noch Strom? Moppern tut dafür. Nein, ich will einen Weg haben. Moppern tut er noch nicht. Was heißt denn das oben, das Symbol? Dass da kein Weganschluss ist, denke ich mal. Siehst ja. Du? So, Strom scheint er zu haben. Energie hat man mehr als genug, ne? Jetzt nur noch 4. Jetzt habe ich eben noch so viel über. Okay. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Mhm. Aber auch nur die. Also, wie viel, warte mal, wie viel? 1200 Besucher haben wir. 156 noch stagnierend, aber jetzt gleich kommen die neuen Saurier. Dann sieht das schon wieder anders aus. So, wir wollen Raptoren haben. Fühlen sich wohl nur so richtig zu zweit. Ja, guck mal, ob wir vielleicht von den Pflanzenfressern, ich meine, waren nicht die Forschungsteams wieder da gewesen? Wir haben jetzt ja sehr viel Zeit damit verplempert. Warte mal, gucken mal. Nee, also wir haben noch keinen frei, sonst wird er mir das hier angeben. Ja. Ich meinte, ob die Fossilien da gewesen sind. Das haben wir auch sogar zwei sehr gute. Und das eine ist wieder Material, ne? Ja. Das wird leider aber nie ausreichen. Nee. Das sind 3 Sterne. Der wird vielleicht... 5-6%? Nee, 8-10 wird er haben. Ja, so 8. Wenn wir Glück haben, vielleicht noch 9. Na ja, 8. Der wird um die 10 liegen, ja? Oh, da waren noch 9. 9. Aber selbst dann fehlen es noch 3%. Ich glaube nicht, dass der 13 gibt. Leute, es wird spannend. Ja. Fiebert mit.
Wenn wir Glück haben, haben wir gleich einen neuen Saurier. Wetten werden noch angenommen. Dann brüten wir den King Kong-Saurier aus. Auch bei. Oh, ein größeres Gehege für. Oh, ausbrüten fehlgeschlagen. Mist. Ja. Das war teuer. Ja, das war teuer. Eine halbe Million etwa. Oh, oh, oh. 12. Komm, 13. Yes. Ja, hervorragend. Wie viel Kohle haben wir? 600. Wir können es direkt. Ja, komm. Wir machen direkt beide.